Früh am Morgen in Greifswald. Während es draußen bitterkalt ist, liegen die meisten Greifswalder noch in ihren behaglich warmen Betten. Doch Unheil bahnt sich an. Eine Pumpe in einer der vielen Hausanschlussstationen ist defekt. Eine Störungsmeldung läuft in der Leitwarte des Heizkraftwerks am Helmsheger Berg auf. Fernwärmestationen sind durch ein Leitsystem auf unsere Warte im Heizkraftwerk Helmsheger Berg aufgeschaltet. Da erscheint eine Störung. Der Anlagenfahrer sieht diese Störung und benachrichtigt dann den Bereitschaftsdienst. Der Bereitschaftsdienst fährt dann unverzüglich raus zum Einsatzort und beseitigt diese Störung. Nun muss es schnell gehen. Wenn der Defekt nicht behoben wird, kühlen die Wohnungen in der Lomonossow-Allee langsam aber sicher aus. Der Bereitschaftsdienst wird aus der Leitstelle benachrichtigt. Hallo Thomas, Rico hier. In der Lomo-Allee 2, 3 ist eine Störung aufgelaufen, da ist die Pumpe aus. Kannst du das mal angucken? Okay, danke. Tschüss. Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Greifswald ist auch feiertags rund um die Uhr abrufbar. 2/3 aller Haushalte werden in Greifswald mit Fernwärme versorgt. Dazu kommen viele soziale Einrichtungen, Schulen, Behörden und Institute, die auf die Versorgungssicherheit der Stadtwerke angewiesen sind. Nach wenigen Minuten trifft der Mitarbeiter in der Lomonossow-Allee ein. Nach näherer Inspektion ist klar, nur eine Sicherung. Die Störung kann mit wenigen Handgriffen behoben werden. Die Pumpe ist wieder funktionstüchtig. Servicezentrale Stadtwerke Greifswald, hallo? Ich bin's, der Thomas. Die Anlage läuft und ist wieder in Ordnung. Ja, es war die Sicherung der Pumpe, ist wieder drin. Gut, danke. Ja, okay. Tschüss. Die Hausbewohner haben von all dem nichts mitbekommen. Das macht gutes Störungsmanagement aus. Und das macht die Fernwärme neben der sehr guten Ökobilanz so einzigartig. Der Endverbraucher muss sich um nichts kümmern. Fernwärme ist eine komplette Dienstleistung. Das heißt also, es ist schon fertige Wärme, die ins Haus geliefert wird. Der Kunde braucht im Grunde genommen nur noch das Thermostat öffnen und hat schon die Wohnung warm. Das heißt, er muss sich nicht um Schornsteinfeger kümmern, er muss sich nicht um seine Anlagentechnik kümmern. Die Fernwärme wird direkt unsichtbar ins Haus geliefert. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr unsichtbarer Komfort. Mit Fernwärme von den Stadtwerken Greifswald.